Genau, jetzt geht's los. Ich glaube, Sie wissen alle, warum Sie hier sitzen, aber nochmal, es geht um Digitalisierung, Umwelt und Klimaschutz. Das ist so diese Richtung vom jetzigen Vortrag. Das ist Thomas Reucher. Der wird jetzt ein bisschen eintauchen ins Thema Biodiversität, Klimaschutz und welche Rolle da die Lebensmittelindustrie spielt. Ich freue mich sehr drauf. Danach gibt es ein bisschen Platz und Raum für Fragen. Also schreiben Sie es auf oder merken Sie sich die Fragen, die Sie noch haben sollte. Danke, dass Sie hier sind. Bitte schön. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einführung. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr da seid. Danke fürs Zumachen. Ich erzähle ein bisschen was zum Thema digitales Ökosystem für die Lebensmittelindustrie, möchte aber ein bisschen kurz was vorneweg schieben, nämlich mich kurz vorstellen und meine Motivation für diesen Talk hier näher bringen, um ein bisschen die Erwartungen runterzuschrauben, für mich selber, als auch das, was ihr überhaupt zu sehen bekommt, sozusagen, das vorneweg ein bisschen nehmen. Die Motivation für mich, an diesem Talk teilzunehmen, sind drei Aspekte. Das eine ist, ich komme aus Düsseldorf, das liegt im Westen Deutschlands, an einem hervorragenden großen Fluss, der ist größer als die Spree, namens Rhein. Und dieser Fluss sah in diesem Sommer ungefähr so aus, zumindest partiell. Aufgrund der Dürre, aufgrund der Klimakatastrophe war der Pegelstand so niedrig, glaube ich, wie noch nie. Es bot ein erschreckendes Bild von dem, was da ehemals ein majestätischer Fluss war. Und das hat mich getriggert, doch mehr im Bereich Klima Impact zu unternehmen. Ein anderer Anlass für mich war die Republika, jene Bloggerinnen-Internetmesse, die auch hier in Berlin stattfindet, wo Deutschlands gerade wohl berühmteste Transformationsforscherin Maya Göpel in ihrem Keynote, in ihrer Eröffnungsansprache eingefordert hat, doch dass all die Techies der Welt oder in Deutschland speziell, die da so rumhüpfen, sich doch mal mehr Gedanken zum Thema Klima und was Digitalisierung, Technik eigentlich damit erzeugen kann, machen sollten. Und hat eine Folie aufgerufen, die die UN in einem Klimareport mal publiziert hat, wo es darum geht, ein digitales Ökosystem zu publizieren und was dazu nötig ist. Das ist ein bisschen schemenhaft aufgelistet, dass man jede Menge Datenquellen bräuchte, die durch fancy Algorithmen hinten raus jede Menge Insights, jede Menge Erkenntnisse, jede Menge Informationen publizieren und Konsumentinnen und Konsumenten, Bürgerinnen und Bürgern enablen, ermöglichen soll, Schlüsse daraus zu ziehen und sich aufgrund dieser Daten zu verhalten, sozusagen. Und darüber soll so ein bisschen mein Vortrag heute gehen, inwieweit die Lebensmittelindustrie, wo ich zufällig in einem Startup arbeite, was sich genau mit der Thematik beschäftigt, darauf matchen lässt, sozusagen, und was man da eigentlich machen könnte. Ich muss vorneweg schieben, ich selber bin Techie, bin in diesem kleinen Startup für Technik, Infrastruktur, Skalierung, Implementierung von irgendwelchen Datenflüssen zuständig und muss dafür sorgen, dass es hinten gut aussieht, was rauskommt. Ich selber bin aber gar nicht so der super Lebensmittelexperte oder Datenexperte, sondern stattdessen Vater von zwei super zuckersüßen Kindern, was eine totale Motivation für mich war, meinen scheiße gut bezahlten Job in der Tech-Industrie hinzuschmeißen und in einem Climate-Startup anzufangen, weil ich der Auffassung bin, dass es mehr Leute bedarf, die sich mit Klima, Digitalisierung und den Auswirkungen beschäftigen. Und ich glaube, dass da noch ein großes Potenzial darin besteht, wenn auf einmal viele Techies anfangen, bei ihren Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern einzufordern, doch Nachhaltigkeit mehr ins Programm aufzunehmen und oder sogar in die Branche zu wechseln. Genau, ich selber bin auch seit 30 Jahren in sozialen Bewegungen unterschiedlichster Art aktiv. Und diesem Spannungsfeld zwischen sozialen Bewegungen und
Start-up-Wirtschaftsrealität bewege ich mich in diesem Vortrag. Deswegen entschuldigt, dass ich diesen Widerspruch, ihr werdet es merken, wird sich widerspiegeln. Ich hoffe aber, dass dieses Spannungsfeld konstruktiv nutzbar ist und freue mich darauf, wenn ihr Widerspruch habt und Einwände und Nachfragen in dem Vortrag, bitte jederzeit einfach Hand heben, nachfragen, falls ich irgendwie Quatsch erzähle, die Gegenrede vielleicht hinterher, das wäre ganz, ganz sympathisch für den Ablauf. Ich möchte noch kurz das Problem in Scope aufreißen, womit wir es zu tun haben in der Lebensmittelindustrie oder was sie verursacht. Ein paar Zahlen, die wahrscheinlich bekannt sind hier in dem Rahmen. Trotzdem nochmal, 70% der Biodiversitätskrise lässt sich oder wird laut Studien auf die Art und Weise, wie wir Landwirtschaft produzieren, zurückgeführt, aufgrund der Flächenvernutzung, aufgrund der Homogenisierung sozusagen des Anbaus, der Anbauflächen. Wir haben mit der Lebensmittelindustrie einen der größten Treibhausgasemittentinnen, die für 26% der globalen Treibhausgasausstöße verantwortlich gemacht wird und sogar für 70% des Süßwasserverbrauchs, was in einigen Gegenden der Welt ja nun auch ein großer Faktor ist. Wenn man sich anguckt, wie viel von den globalen Treibhausgasemissionen im Nahrungsmittelbereich anfallen, sieht man, dass es sich eigentlich, ganz halbwegs paritätisch verteilt, um das mal ein bisschen runterzusprechen. Wir haben für Land Use 24%, wir haben die Produktion von 27%, wir haben die Supply Chain, die mit 18% nochmal hinten reinkommt und Livestock and Fisheries mit 31%. Das heißt, die Problemstellung sozusagen ist nicht ganz trivial, sondern verteilt. Es gibt nicht den einen bösen Akteur in der Lebensmittelindustrie, den einen zentralen Hebel, wo man ansetzen könnte, sondern wir haben es mit einem relativ komplexen System zu tun. Das wird auch nochmal ersichtlich, wenn man sich die Realität da draußen in der Lebensmittelindustrie und die Diversität der Produktvielfalt anguckt heutzutage. Es gibt eine schöne Studie der Universität von Oxford von diesem Jahr, die haben mal roundabout 57.000 Produkte der Lebensmittelindustrie gescannt und eine Lifecycle-Analyse versucht darüber durchzuführen und das Ganze in Relation gesetzt zu Klimaauswirkungen und auch Gesundheitsauswirkungen. Und lustigerweise ganz passable Erkenntnisse getroffen, nämlich dass der Nährgehalt von Nahrungsmitteln sich quasi als je weniger nahrungsreich ein Nahrungsmittel ist, desto schwerwiegender ist sein Klima-Impact. Das soll diese Grafik veranschaulichen. Was ein bisschen eine andere Dimension aufmacht, sozusagen. Wir haben den Fakt, dass obwohl die globale Nahrungsmittelproduktion von Kalorien ungefähr dem Bevölkerungswachstum mithalten kann, haben mehr als 820 Millionen Menschen unzureichende Nahrung und viele konsumieren minderwertige Ernährung. Ungesunde Ernährung birgt die größte Morbiditäts- und Mortalitätsrate als unsicherer Sex, Alkohol, Drogen und Tabakkonsum zusammen. Es ist klar, wofür ich mich entscheide an dem Punkt. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Neben der Tatsache, dass die Art und Weise der Lebensmittel schwere Erkrankungen herbeiführen, übergewichtig, 2 Milliarden Menschen auf der Welt werden als übergewichtig klassifiziert, in Anführungszeichen mit den Folgeerscheinungen Diabetes, Krebs, Herzkrankheiten gehören zu den häufigsten Todesursachen weltweit. Es gibt Studien, die sagen, dass wenn wir bewussteren Umgang mit den Nahrungsmitteln in unserer eigenen Ernährung finden, es und das global etablieren könnten, schätzungsweise 11 Millionen vorzeitige Todesfälle von Erwachsenen pro Jahr vermieden werden könnten. Ich habe gesagt, ich wollte jetzt Scope aufmachen. Das ist so ein bisschen der Ist-Zustand der Lebensmittelindustrie. Das Dilemma ist natürlich, in Anführungszeichen, dass wir uns innerhalb planetarer Grenzen bewegen und dass wir natürlich mit einem Bevölkerungswachstum zu tun haben,
sodass wir bis 2050, was ja immer so eine 2030, 2050 sind immer so schöne Jahreszahlen in der Klimapolitik, mit denen operiert wird, mit schätzungsweise 9,15 Milliarden Menschen zu tun haben werden und einer Lebensmittelkonsumsteigerung von roundabout 40%. Und das unter der Berücksichtigung, dass die Landwirtschaft heutzutage schon rund 40% der gesamten globalen Landfläche beansprucht. Das ist der Scope, innerhalb dessen wir uns bewegen und mit dem wir umgehen müssen. Oder wie andere sagen, die Ernährungsweise, die Ernährungsgewohnheiten, vor allem in den G20-Ländern, den wohlhabenden Ländern, zerstören die Grundlagen des Planeten. Wenn man die Ernährungsgewohnheiten in Industriestaaten überführen würde auf die Gesamtbevölkerung der Welt, bräuchten wir bis 2050 ungefähr das Siebenfache des Planeten und haben eine Steigerung oder würden jedes Klimaziel, was da draußen existiert, verfehlen. Insofern meine These, es muss zu einem Wechsel im Ernährungssystem kommen. Und zwar nicht nur an einzelnen Punkten aufgrund der Komplexität, sondern tatsächlich, vielen Dank fürs Wedeln, eine umfassende Umwälzung sozusagen der globalen Ernährungsweise und des globalen Produktionssystems, was dahinter steckt. Wenn man sich anguckt, was diese Treibhausgasemissionen als eine Dimension der Betrachtung verursacht, habe ich, glaube ich, eben schon kurz bei einzelnen Nahrungsmitteln aufgeführt, aber in Summe ist halt 32% des Land-Use, 39% auf die Art und Weise der Agrarproduktion zurückzuführen. Und dann kommen natürlich bei prozessierten Lebensmitteln, die wir heutzutage in Supermärkten finden und die in den G20-Staaten hauptsächlich konsumiert werden, das Prozessieren der Nahrungsmittel, also die Zusammenführung, die Produktion, die Verpackung, Transport, dann Retail, also die Lagerung und Distribution über Supermärkte, über Retailer, der eigentliche Produktnutzen, sozusagen der Verbrauch, wenn man so will, steckt nur mit 3% der kompletten Treibhausgasemissionen zu Buche und 9% werden, zumindest laut dieser Studie gibt es unterschiedliche Dimensionen, unterschiedliche Studien, auf Waste Food, also auf Nahrungsmittelverschwendung zurückzuführen. Das teilt sich auf in den durch Konsumentinnen und Konsumenten, es wird super viel Essen privat weggeschmissen, aber auch in den Supermärkten und in der Produktion wird super viel Ingredients, super viel Zutaten werden quasi weggeworfen. Komplexes System, wo kann da Veränderungen ansetzen. Die Grundvoraussetzung, ich zumindest als Techie, ist, wenn man irgendeine Analyse machen will, braucht man Daten, um sowas wie Einschätzungen, irgendwie messbare Daten, um Einschätzungen treffen zu können, um Informationen zu gewinnen. Es gibt ein paar Studien zum Thema Nahrungsmittel und Treibhausgasemissionen und ich meine, der größte Balken ist, glaube ich, allen klar, nämlich Rindfleisch und die Art und Weise, wie wir Rindfleisch produzieren, zumindest im globalen Maßstab, kann man schwer erkennen, ne, auf die Distanz. Aber das Farming und die Land Use Change, das berühmte Beispiel, dass für das Futter von Rindfleisch, von Rindern, der brasilianische Regenwald abgeholzt wird, für Sojaproduktion, das dann zu Rindern transportiert wird, die dann wieder prozessiert bei uns auf den Teller landen. Das ist die größte Messlatte sozusagen. Alles andere drunter, selbst Schwein und Geflügel, sind auch unter den Top-Emittentinnen sozusagen. Da wir es hier mit einem komplexen System zu tun haben und nicht nur CO2 betrachten, müssen wir, glaube ich, in die Gesamtbetrachtung noch andere Faktoren mit aufnehmen, zu denen ich gleich noch komme.
Das Wissen darüber ist, glaube ich, virulent. Es gibt Studien, die zumindest vor Corona und vor der Ukraine-Krise große Bewusstseinsänderungen konstatiert haben im Marktbereich. Es gibt immer mehr Interesse, Nachfragen nach Bioprodukten, nach Alternativen. Es gibt Umfragen, die dezidiert nachfragen, interessiert dich denn der Klima-Impact von den Produkten? Und zumindest bei den Umfragen im kommerziellen Bereich, die ich gefunden habe, sagen tatsächlich 2 von 3 Konsumentinnen, die man gefragt hat, ja, wir wünschen uns eigentlich sowas wie eine Auszeichnung dessen, den Klima-Impact ganz genau auszuführen auf den Produkten, um daran gemessen Kaufentscheidungen treffen zu können. Dieser Druck ist auch bei den Retailern, bei den Supermärkten mittlerweile angekommen. Es gibt immer mehr Supermärkte, die zumindest ein aufwendiges Marketing betreiben, was Nachhaltigkeit, Klimaneutralität angeht. Und tatsächlich auch einzelne Retailer, die konkrete Maßnahmen ergreifen, zumindest was ihre eigene Energieversorgung angeht. Habt ihr bestimmt auch schon mal gelesen, Solarzellen auf allen Dächern von einzelnen Retailern solche und auf den Kühlhäusern. Versuchen, ihre Produktion zu bemessen und nachzuhalten. Testszenarien fahren in ihren Supermärkten. Hier ein großer Retailer, der versucht, klimaneutrale Produkte tatsächlich durchzurechnen, was an CO2-Emissionen angefallen ist für diese Produkte und diese entsprechend ausweist. Das Ausweisen ist allerdings ein Problem, meiner Meinung nach. Es ist nicht transparent unbedingt, wofür die Labels stehen. Was heißt klimaneutral? Das ist ein sehr schwammiger Begriff sozusagen, der sehr in der Politik wie in der Industrie sehr bestritten ist, sage ich mal. Und bei Verbraucherschützerinnen und Verbraucherschützern, glaube ich, noch mehr. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr im Supermarkt unterwegs seid. Aber ich bin immer ein bisschen überfordert von der Diversität und der Vielfalt der Labels und der Auszeichnungen auf den verschiedenen Produkten. Immerhin hat das auch die Bundesregierung erkannt. Ich weiß nicht, ob diese oder die davor, egal. Es gibt siegelklarheit.de, wo man dann vor dem Regal stehend recherchieren kann, zumindest die Voraussetzungen und die Hintergründe des jeweiligen Logos. Ein paar sind ja bekannt, dass sie gewisse Anbauweisen in der Landwirtschaft zur Folge haben, aber selbst ich, der mich so halbwegs mit der Materie auseinandersetze, mir sagt das teilweise überhaupt nichts und vor allem sagt es nichts darüber aus, wie hoch der Impact jetzt ist. Für CO2, für Biodiversität oder was auch immer. Es gab in der Industrie ganz nette Kampagnen. Einmal auf die Uhr gucken, schon weit fortgeschritten hier. Habt ihr vielleicht mitgekriegt, Oatly hat eine riesen Kampagne gefahren. Hey Industry, show us your numbers. Wo sie eben dafür plädiert haben, CO2 auszugeben auf ihren Produkten, weil das Studien darüber gibt, dass das maßgeblich auch das Kaufverhalten beeinflusst. Und haben auch eine Petition, glaube ich, eingebracht im Deutschen Bundestag, wenn sie allerdings gescheitert sind, aufgrund der Intervention der Lobbyisten, wenn ich das so richtig von außen wiedergebe. Was ich persönlich ziemlich schade finde, weil, wenn man versucht, sich dem Thema zu nähern, stellt man fest, dass es überhaupt keine Transparenz gibt. Es gibt keinerlei Daten darüber bei prozessierten Produkten, bei Fertigprodukten, vage Ausführungen darüber, wie die zusammengesetzt sind, aber nicht mal ansatzweise Daten darüber, Informationen darüber, wie die konkrete Zusammensetzung aussieht, geschweige denn, wo die verschiedenen Zutaten herkommen, aus welchen Gegenden, unter welcher Anbauweise diese produziert wurden. Ich kann mir überhaupt kein umfassendes Bild machen als Konsumentin und Konsument, was das Produkt betrifft, sozusagen. Das Dilemma so ein bisschen ist, dass das eigentlich auch nur die Hersteller der Produkte selber könnten, wenn sie denn ihre Zulieferer auch alle in ihre Supply Chain integrieren sozusagen und Datentransparenz an den Punkt herstellen würden. Bei den Supermärkten ist es, sagen sie zumindest immer, ist es nicht der Fall für ihre White Label Produkte. Klar haben sie da die Rezeptur und die Zusammensetzung könnten das nachhalten, aber für alle anderen Sortimentsbereiche können sie das nicht.
Das heißt, es fehlt Transparenz über die Anbauweise, über die Verpackung, Transport und Distribution und Lagerung. Um nochmal dieses schöne Bild der UN aufzuwerfen, was ja eigentlich ein schöner Idealzustand wäre, dass wir all diese Daten haben, kann man eigentlich sagen, dass da schon ein kompletter Fail am Anfang ist und wir dieses Dilemma irgendwie lösen müssen. Es gibt verschiedene Studien und zuletzt im IPCC-Report ist nochmal aufgeführt, dass nur dadurch, dass wir nachfrageseitig unsere Ernährungsweise ändern und Substitutionsmaßnahmen in den Produkten ergreifen oder die Industrie bietet, dass wir schätzungsweise 2,1 Gigatonnen CO2-Äquivalent einsparen könnten. Es gibt andere Studien, auch aus dem im Vorabreport zum Beispiel des IPCC zum Sonderbericht über Klimawandel und Land, wird sogar eine Spannbreite von 0,7 bis zu 8 Gigatonnen CO2-Emissionen-Einsparungen aufgemacht, was ja schon eine ganze Menge ist, glaube ich, und prozentual zum Gesamtausstoß der Bevölkerung einiges an Temperatur einsparen würde, auf die wir dazu streben. Genau. Eine neuere Studie aus der Universität Sydney, das wusste ich noch nicht, deswegen habe ich so dick gemacht, ist zumindest auf Australien bemessen, sagt die aus, dass tatsächlich die Hälfte der direkten Emissionen von Straßenfahrzeugen auf Lebensmitteltransport zurückzuführen sind innerhalb Australiens. Ich weiß nicht, ob das skaliert auf die ganze Welt zutrifft. Aber bei aller Diskussion um Tempolimit und so, glaube ich, macht es Sinn, vielleicht nochmal einen Schritt noch davor zusätzlich mit aufzunehmen und zu überlegen, was wir da eigentlich für Güter wann, wohin transportieren und mit welcher Intention sozusagen. Ich glaube, dass es große Potenziale gibt, um das Ganze umzukrempeln, um Einsparungen im CO2-Ausstoß zu haben, die Ernährungsweise umzustellen, von tierischer Produkten auf Alternativen umzusteigen, auf pflanzliche Alternativen oder zumindest die Häufigkeit des tierischen Konsums stark einzugrenzen, würde bis zu 50% locker einsparen der Emissionen. Vegane Ernährung grundsätzlich oder die Substitution durch Laborfleisch, das ist eine These, das ist ja, gibt es diverse Startups, die im Labor irgendwie Fleischalternativen züchten wollen, gibt es Studien darüber, dass sie 80% weniger klimaschädlich seien und das durch ein einfaches Substitut sozusagen in der Ernährung. Lebensmittelverschwendung ist ein Riesenthema, das einzusparen ist, glaube ich, jedem klar, dass man dadurch nochmal Kreislaufwirtschaften in der Produktion, was jetzt viele Bäckereien gemacht haben im Zuge der Ukraine-Krise, altes Brot nochmal wieder zu verwerten, zu schroten und nochmal neu zu backen sozusagen. Sowas, glaube ich, kann man quer durch die ganze Industrie fast veranschlagen. Der Schutz von Ökosystemen ist eine Aufgabe an die Politik und uns alle, glaube ich. Die Umstellung der landwirtschaftlichen Produktion, meiner Meinung nach ein dringendes Muss. Keine Monokultur, keine großen Agrarmonopole, die mit viel Düngemitteln die Erde verseuchen, sozusagen, ist das Minimum. Und das ist eigentlich ganz spannend, wo wir Konsumentinnen und Konsumenten auch reinkommen, Transport von Nahrungsmitteln einzuschränken, in dem Sinne, als dass wir regional versuchen, die meisten Nahrungsmittel zu konsumieren, zu beziehen, als auch saisonal, weil es tatsächlich manchmal der heimische Bio-Apfel klimaschädlicher ist als der importiert aus Neuseeland, weil der eben zu einer anderen Jahreszeit quasi importiert wurde. Das Problem ist die Datenrealität da draußen. Ich ziehe ein bisschen an, weil das ungefähr einer Wüste gleicht, wie ich schon sagte. Jetzt kommt ein bisschen der Startup-Teil, entschuldigt das. Wir sind der Auffassung, dass wenn die Industrie uns die Daten nicht gibt für die Produktion, wie ihre Produkte zusammengesetzt sind, wo sie herkommen, wann sie wie produziert wurden, wie viel Energie in der Lagerung, im Transport aufgewendet wurde, all diese Fragestellungen, dann machen wir das selber. Wir haben angefangen,
öffentliche Datenquellen zu grasen, Import-Export-Statistiken, Lifecycle-Datenbanken, Land Use Change Datenbanken. Heute Morgen gab es einen super Vortrag übrigens zum Thema, wer den gesehen hat, Land Use Change zu Transportrouten und Satellitenmapping auf Satellitenbilder. Ein ganz hervorragender Vortrag, fand ich. Und haben Worst-Case-Szenarien zugrunde gelegt. Das heißt, wir versuchen abzuschätzen, was denn da schlimmstenfalls bei passieren rumkommen würde. Den Energiemix der EU als Grundlage zu nehmen. Grundsätzlich Transport mit Altöl und Diesel als Grundlage zu nehmen und dann diese Dinge abzuschätzen, weil damit der Impact, die potenzielle Impact-Dimension von Produkten klar wird. Und ich finde, das ist ein Treiber, Marken und Supermärkte damit zu konfrontieren, welche Klimaschaden aus ihren Produkten erwächst und mit dieser Datenrealität zu konfrontieren sozusagen. Und wenn das nicht zutrifft, sollen Sie doch bitte schön Ihre Supply Chain einmal erfassen und die Daten nachliefern. Weil man aus diesen Daten, die man mit ein bisschen Machine Learning on top aggregieren kann, sind eine Menge Insights, die man gewinnen kann, auch Hintergrundinformationen zur Anbauweise, zur Produktion, zu all diesen Dimensionen, die ich eben aufgemacht habe, die die Konsumentinnen und Konsumenten meiner Meinung nach stark interessieren. Von Umwelteinflüssen, gibt es chemische Ingredienzien, sind synthetische Pestizide verwandt worden, bis hin zu Tierwohl, wie ist die Lagerhaltung der Tiere, bis hin zu Gesundheitseinflüssen, lässt sich anhand von diesen reinen Daten sozusagen, Herkunft, Zusammensetzung, Verpackung, Energieabschätzung, solche Dinge kategorisieren und zuteilen sozusagen. Was einem in der Packungsrealität im Supermärkten überhaupt nicht transparent ist. Und es bietet die Vorteile, Vorsicht, Startup-Werbung, die Supply Chain natürlich auch zu optimieren und zu überlegen, an welchem Punkt man sozusagen der Produktionskette ansetzen kann, um nachhaltigere Dinge zu produzieren. Es lässt sich visualisieren sozusagen, wo sind die höchsten Emittenten, wo sind die größten Treiber, wo kann ich ansetzen, wenn ich denn skaliert, auf skalierter Ebene sozusagen CO2 einsparen möchte. Was es braucht, meiner Meinung nach, sind, der Kontrast ist weg, tut mir leid, man sieht es trotzdem, politische Regulierungen, wie ansatzweise mit dem deutschen Lieferkettengesetz angefangen, wo leider nur große Unternehmen adressiert wurden und das, wenn ich die NGOs richtig verstehe, auch immer noch ein bisschen Lücken da sind, was die Sorgfaltspflicht und die tatsächliche Transparenz angeht. Meiner Meinung nach braucht es eine Transparenzpflicht auf allen Dimensionen, die Klima und Human Wellbeing sozusagen beeinträchtigen. Das ist Klima, Biodiversität, Nahrungsgehalt, Animal Welfare, also Tierwohl, Social Fairness, die Verpackung, Regionalität und Saisonalität. Wenn man das vernünftig datenmäßig erfassen könnte, abschätzen könnte und rüberbringen könnte an den Verbraucher, an die Verbraucherin, würde das eine Menge Entscheidungshilfe im Alltag bieten. Es gibt ein bisschen Bewegung da draußen in dem digitalen Ökosystem, von dem ich eingangs sprach, die versuchen, sowas wiederzuspiegeln. Ihr habt vielleicht von Open Food Facts mal gehört. Ist eine große Open Source, Open Data Initiative, hauptsächlich in Frankreich aktiv. Die Franzosen und Französinnen sind relativ fortschrittlich, was Nahrungsmitteldaten betrifft und die Erfassung dessen. Gibt es aber auch als deutsche Version der App. Ich leider mit wenig Daten gespiesen bisher, da das Ganze aber crowd gesourced ist.
empfehle ich euch den Download und möglichst viele Produkte in den Supermärkten darin zu erfassen, weil da einem genau das präsentiert wird, nämlich die Hintergrundinformationen zu den Produkten. Nicht in allen 8 Klima-Impact-Dimensionen, das können die nicht, keine Frage, weil sie nicht abschätzen können und die Daten nicht vorliegen, aber die wichtigsten Kriterien dafür sind da. Und unsere kleine Lifestyle-App, die gibt es auch nur in Österreich, leider nicht in Deutschland, noch nicht, aber wo man auch seine Lebensmittel einscannen kann und Hintergrundinformationen dazu kriegt. Ich finde, dass es als Entscheidungshilfe im Alltag, solcherlei digitalen Tools zu haben, die einem durch den Datendschungel und den Produktdschungel führen, mehr als nötig. Denn ich glaube, es ist allen klar, wir müssen, wo wir können, alle dazu beitragen, dass wir irgendwas zum Thema Klimaschutz machen und möglichst viel unserer CO2-Emissionen einsparen durch Verhaltensgewohnheitsänderungen, durch Konsumänderungen, dazu beitragen, dass Biodiversitätsverlust abnimmt und dass wir alle recht alles Mögliche tun, um dem Einhalt zu gebieten. Danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen lieben Dank, sehr spannend. Es ist ein bisschen böse, jetzt mit dem Mikro direkt das Wort zu greifen, aber ich traue mich das zu und möchte nur eine Anregung haben. Und zwar insgesamt dieser Ansatz von individueller Konsum, Konsumentin kann sich informieren lassen. Leider Gottes sind es ja häufig die ärmere Bevölkerung der Welt, die darunter leiden, was wie gegessen wird. Ich wollte nur die Frage stellen oder anregen, dass halt die Lebenserwartung in den USA von der ärmeren Bevölkerung um 5 Jahren weniger erwartet wird, je nach Gehälter. Also es fördert halt ein gewisses, ich würde nicht Bildungsstand sagen, aber Zugang zu Daten, Informationen und auch Kaufkraft, um das hier nachzugehen. Also nicht das System als solche, aber wie sehen Sie das? Entschuldige, dass ich das Wort sofort ergriffen habe, um diese Frage zu stellen, aber ich finde es eine sehr spannende Debatte. Völlig d'accord. Okay. Das Nord-Süd-Gefälle, die globale Ungerechtigkeit spielt in den Klimawandel maßgeblich mit rein. Die reichsten Mitgliederinnen und Mitglieder der G20-Staaten produzieren einen Großteil der CO2-Emissionen. Unsere Nahrungsmittel können sich gerade die biologischen und nachhaltigen sind preislich oft überhaupt nicht da, wo industriell gefertigte Nahrungsmittel angesiedelt sind. Und insofern ist das natürlich eine soziale Frage derer, die sich CO2-Klimaneutralität überhaupt leisten können. Na klar, die soziale Frage, finde ich persönlich, muss auf jeden Fall geklärt werden und spielt da massiv mit rein, um einen Komplettwechsel der Art und Weise, wie Menschheit sich ernährt und Nahrungsmittel produziert, quasi erwirken zu können. Na klar. Dankeschön. Frage. Ja, nee, super, Dank. Das ist genau eine riesige Lücke, die wir dringend bräuchten. Foodwatch sagt es ja auch, dass wir diese Lebensmittel eigentlich verbindlich bräuchten für alle Lebensmittel, dass wir eigentlich ein Bewusstsein kriegen, welchen Scheiß uns diese großen Lebensmittelkonzerne auftischen und was gut und was schlecht ist. Das ist, finde ich, total wichtig und total super Projekt und wäre total super, wenn sie das durchsetzt. Ich würde nochmal, was du auch machst und was ich total wichtig finde, ist zu zeigen, dass es jetzt nicht die Magic Bullet ist, die alle Probleme lösen wird im Ernährungssystem. Und das ist super. Und das würde ich ja immer wichtig finden, dass man das dazu sagt. Weil das sonst immer so, ja, der Endverbraucher wird es dann schon lösen. Und das wird er halt auf jeden Fall nicht können. Ja, das eine ist einfach, die unteren Einkommensschichten können einfach nicht anders konsumieren, weil Arbeitslosengeld 2 ist jetzt nicht auf Bio-Lebensmittelmarkt berechnet, leider. Ja. Das zweite, wo ich jetzt nochmal anfügen wollte, Lieferkettengesetz ist genau richtig. Es muss auf jeden Fall rein, dass wir da stärker hinkommen. Was ich jetzt mal anregen würde, was total cool wäre, wenn es da eine Schnittstelle gäbe zu ESG, zu den investitionsseitigen Sachen. Das wäre total geil, weil wir haben auf der einen Seite ja die
die Daten, wie viel CO2 eigentlich die Unternehmen auf der Inputseite haben oder insgesamt und das dann nochmal verbinden mit den Outputdaten, was in den Produkten. Das wäre total geil, ob du da schon mal eine Idee hast, das zu verbinden. Was habe ich noch aufgeschrieben? Ja, und was ich gerade kenne, es gibt von R3.0O, ich weiß nicht, ob du das kennst. R3.0O, das ist eine relativ große Organisation, die machen so total coole progressive BWL-Sachen. Die haben so ein relativ großes Paper rausgebracht zu progressiver Buchführung. Mhm. Ja, ich kann da nur die Daten nochmal geben und die verbinden gerade, weil BASF Arcad so eine Sache hat, wie kriegen wir eigentlich die Gemeinwohlbilanz und viele Systeme, dieses Non-Financial Reporting gehen, eigentlich da stärker hinein involviert. Und da sind also Brücken total cool, sowohl die Produktseite als aber auch dann die Großbilanz der Unternehmen, da einen Verbindungslink hinzugehen, das wäre total geil. Weil dann eigentlich, weil das könnte dann einfach den Hebel, den ja viele in der Klimagerechtigkeitsbewegung ja haben, mit der De-Investment-Kampagne, dass wir eigentlich den schlechten Konzernen die Finanzen, die Kredite entziehen und die Finanzmarktzugänge entziehen, weil dann könnte man das so richtig geil skalieren. Danke für deinen Beitrag. Ich über progressive Buchführung kannte ich nicht, bin ich sehr gespannt, lass gleich gerne mal schnacken. ESG, eine Connection hinzukriegen, na klar, das ist... schon die spannende Perspektive da drin, in dem gesamten Ansatz sozusagen. Wir müssen als Startup natürlich erstmal überhaupt unsere Software etablieren, aber perspektivisch genau dahin, na klar. Das ist übrigens das, was die Supermärkte auch interessiert tatsächlich. Hi, danke für deinen Vortrag, eure Arbeit. Ich habe mich gerade noch gefragt, wenn ich ein Produkt kaufe, dann habe ich ja nicht nur den Footprint von dem Produkt, sondern ich unterstütze ja auch immer ein ganzes Unternehmen dahinter. Und im besten Fall haben auch die großen Unilever, Nestle und so weiter vielleicht Produkte, wo sie wirklich einen richtig guten Footprint managen. Aber ich finanziere ja auch ein Unternehmen, was eine riesige Cash-Cow von schädlichen Produkten hat, was entsprechende Lobbyarbeit macht, um zum Beispiel Regulierung, die sie zwingen würde, das zu machen, irgendwie möglichst auszubremsen oder sogar zu deregulieren. Also bezieht ihr irgendwie mit ein, was eigentlich das Verhalten, die Profitorientierung oder eben nicht von dem ganzen Unternehmen dahinter ist, das ich mit meinem Konsum mitfinanziere? Wir sind ein kommerzielles Startup, insofern beziehen wir die Gewinnmargen unserer potenziellen Partner natürlich nicht mit ein, aber wir als Startup legen großen Wert natürlich auf Authentizität und Transparenz und wollen auf gar keinen Fall für bestimmte Lebensmittelkonzerne arbeiten. Das kann man mal so formulieren. Natürlich lässt sich die Gewinnmargen und die Produktdiversität oder Verteilung innerhalb von Lebensmittelkonzernen darüber ad hoc jetzt nicht abbilden. Ne, da hast du völlig recht. Natürlich, mein Beispiel war auch eben ein deutscher Lebensmittelkonzern, der eine schmale Produktpalette rausgebracht hat von Eigenmarken oder White-Label-Marken, die halt vegan und halbwegs fair produziert wurden sozusagen, aber natürlich ein viel größeres Sortiment an sonstigen Produkten auch von den großen Lebensmittelkonzernen im Sortiment hat. Und auch das lässt sich natürlich schwer abbilden innerhalb von einer solchen Anwendung, sage ich mal. Ne? Was wir schon versuchen, ist tatsächlich mehr Dimensionen, Impact-Dimensionen mit aufzunehmen. Nicht nur CO2, es wäre schon mal schön, wenn die Lebensmittelindustrie ihren CO2-Impact mal alleine bemessen könnte, aber eben auch Biodiversität, Social Fairness etc. Also, dass du da zumindest ansatzweise ein komplexeres Bild gewinnen kannst über das einzelne Produkt. Naja, und für die Produktrange sozusagen musst du dich dann natürlich erstmal durchklicken. Vielleicht könnte ja Governance und Eigentum der Unternehmen auch noch eine Kategorie werden. Ja. Habe ich das richtig verstanden, dass ihr auch quasi die Unternehmen, die ihr ratet, danach berät, wie sie das umweltfreundlicher machen können? Die Softwareanwendung im B2B-Bereich bietet eine Optimierung ihrer Supply Chain sozusagen innerhalb unserer Lifecycle. Also wir versuchen innerhalb ihrer Produktionsschritte sozusagen den Impact zu bemessen anhand der verschiedenen Dimensionen und visualisieren natürlich da im Transport ist der große CO2-Emittent bei diesem Produkt und da gibt es natürlich Optimierungsmöglichkeiten. Und konntet ihr da schon eine Wirkung herstellen? Wir haben noch keine großen festen Kunden, wir sind mit mehreren Proof of Concept laufen. Was das bringen wird, alle sind auf Warteposition, was das europäische Lieferkettengesetz bringen wird, nehme ich an.
Marken gibt es, Hersteller, die Interesse daran haben, vor allem ein paar Biomarken, die natürlich ein großes Interesse daran haben, das selber transparent zu machen, die so eine uns oder andere Software auf dem Markt einsetzen. Aber das ist der Anfang einer Datenentwicklung, sage ich mal. Und ich glaube, da wird sich hoffentlich in den nächsten 1-2 Jahren mehr tun. Aber es wäre ja spannend, wenn man dann nicht nur Kunden aufklärt, sondern eben auch am anderen Ende die Unternehmen mit beeinflussen kann dadurch. Mhm. Ja. Dankeschön. Okay, wir sind schon an der Zeit, falls irgendwer gehen muss, aber ich lasse eine letzte kurze Frage zu. Ja, das, was ich verstanden habe, bedeutet ja, dass ihr mehr Transparenz schaffen wollt durch das Bereitstellen dieser zusätzlichen Daten. Nach meinem Verständnis ist das noch keine Änderung des Food Systems, weil wir ja erstmal den Verbraucher dazu befähigen, andere Entscheidungen zu treffen. Das kann indirekt Auswirkungen haben. Nach meiner Vorstellung müssten wir aber eher in Produktion von Lebensmitteln und Verteilung rein, damit sich das Food System wirklich ändert. Und die Frage ist halt, wie man diese Veränderungen erreicht. Das scheint mir jetzt nur über Daten alleine nicht möglich zu sein. Nein, natürlich nicht, sondern Daten sind nur Voraussetzungen, um überhaupt eine Einschätzung treffen zu können. Und auch innerhalb, nach meiner Einschätzung, ich bin nicht der Super-Experte sozusagen, aber selbst nach meiner Einschätzung innerhalb zumindest der Supermärkte, die kontrollieren auch nicht ihre White-Label-Lieferanten für ihre eigenen Produktranges hinreichend im Klimasinne sozusagen, im Impact-Sinne. Und da Veränderungen zu erreichen und ihnen auch zu sagen, guck mal hier, wie ich das eben schon ausführte, innerhalb deiner Herstellungskette bei deinem Lieferanten, wenn der doch mal mit dem das Lagersystem umstellt und die Zutaten seiner Nahrungsmittel doch auf Bio umstellen würde, dann wäre doch viel weniger Impact hinten raus. So eine Software, die das abbilden kann und natürlich runtergebrochen, trotzdem aggregiert irgendwie den rüberbringt, welches Handlungspotenzial sie haben, das wäre meine erste Voraussetzung, um überhaupt was zu machen in der Industrie sozusagen und ihnen den nicht nur ökonomischen Profit nutzen, was sie ja haben, natürlich, wissen die, was ihre Zutaten kosten auf dem Markt, das ist ihr Haupttreiber immer gewesen, aber eben andere Impact-Dimensionen in die Entscheidungskriterien, in die Entscheidungsfindung von Produktion und mit einfließen zu lassen, das ist der Ansatz dafür. Ein Ansatz. Es gibt natürlich noch andere, aber. Vielen lieben Dank nochmal für die tolle Präsentation. Ich habe schon ein bisschen rumgeschaut bei eurer App und da gibt es ganz viele tolle empirische Daten, womit man jegliche Lebenslügen entgegenwerfen kann. Also will ich nur als Anregung mitgeben. Vielen Dank für die tolle Fragen. Falls es noch welche gibt, haben Sie vielleicht noch ein bisschen Zeit. Ich bin auf jeden Fall hier. So, abseits von hier. Schönen Tag noch. Freut mich, dass ihr da wart. Schön, dass ihr gekommen sind aus Düsseldorf. Bis dann. Danke an Bitz und Bäume. Danke an euch. Thank you.